Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, präsentiert von der Campus Suite. Ich habe an meine Seite geholt Daniel Heuer-Fernandes. Moin, Ferro. Moin, grüß dich. Ferro, die Campus Suite lädt ein, dich auf einen Cappuccino, mich auf einen Latte Macchiato. Vielen Dank. Wir wollen heute aber nicht über Kaffee sprechen, sondern ganz bewusst auch mal ein außersportliches Thema beleuchten. Also auch Fußball wird hier quasi mal nicht diskutiert heute. Wir reden mit dir über Motorsport und alles, was sich so um Autos, Quads, Karts dreht. Sag doch erstmal so ganz grundsätzlich, was verbindest du denn eigentlich mit dem Begriff Motorsport? Ja, wie du schon sagst, Autos, Quads und Kartfahren, das sind ja Sachen, die ich gerne mache. Ich habe auch einen Quad zu Hause, wo ich viel in der Freizeit mit unterwegs bin. Da komme ich so auf meine Entspannung, da fahre ich gerne mal ins Grüne. Und das habe ich jetzt seit meiner Darmstadt-Zeit, da haben wir das mit einer Gruppe geholt. Und ja, das habe ich mit nach Hamburg genommen und ja, begleitet mich jetzt immer weiter. Und das ist so das, womit ich Motorsport verbinde dann auch. Du sprichst die Darmstädter Zeit schon an. Ich habe dazu auch einiges gelesen. Wer gehört da zu dieser Quad-Gang? Mit wem bist du da rausgefahren? Ja, wir waren eine 6-7-Leute-Gruppe. Es war Kempe, Fabi Holland, Wilson Kamawaka, Felix Platte war einer, der uns eigentlich dazu gebracht hat. Der hatte ein Motorrad und dann hat er gesagt, Jungs, wie wäre es, wenn wir uns alle einen Quad holen und auch abseits vom Fußball dann auch viel rausfahren. Und das war so der Grund, warum wir uns das geholt haben. Und wie gesagt, wir hatten alle viel Spaß daran und der Spaß ist geblieben und deswegen bin ich noch gerne unterwegs damit. Hier in Hamburg bin ich, glaube ich, der Einzige, der einen Quad hat, aber es macht doch Spaß alleine oder war mit der Frau hinten drauf. Deswegen kann man die Zeit gut genießen mit. Erklär mal bitte eben, weil die allerwenigsten wahrscheinlich sich mit diesem Quad-Thema richtig auskennen. Ich stelle mir das in der Stadt eigentlich ziemlich schwierig vor. Fährt man dann eher so in ländlichere Gegenden und ist da unterwegs? Ja, genau. Ich gehe also mal auf die andere Seite der Elbe und fahre da ein bisschen rum. Aber bis du erstmal dahin kommst, musst du erstmal durch die Stadt fahren. Und ich wohne sehr zentral. Deswegen ist das so der Moment, wo du wenig Spaß am Quadfahren hast. Aber dann, wenn du ins Grüne fährst, auf die Landstraßen, und das macht schon sehr viel Spaß und kannst gut abschalten. Quad auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, was mir außerdem zu Ohren gekommen ist. Du bist ein sehr guter Kartfahrer. Die Jungs hier vom HSV und du gehörst natürlich auch dazu. Ihr geht ab und zu mal nach Norderstedt, fahrt da E-Kart. Erzähl mal ein bisschen, wie hast du abgeschnitten? Ja, also ich habe stark angefangen und dann auch stark nachgelassen, beziehungsweise die anderen haben gut aufgeholt. Also das erste Mal, wo wir mit der Mannschaft unterwegs waren, habe ich das ja noch gewinnen können. Aber die Jungs sind wirklich fast wöchentlich dann auch in Kleingruppen weitergefahren. Und dann sind Jungs wie Leibe, Sonny Kittel, sind dann wirklich oft da gewesen. Und die haben jetzt auch ein besseres Niveau als ich, das muss ich zugeben. Aber wie gesagt, der Inhaber von der Kartbahn, Kalle, der lädt uns da immer ein und macht wirklich riesen Spaß mit der Mannschaft dann da ja, die Runden zu drehen. Da gibt es dann auch ein paar Duelle, das macht dann auch Spaß. Aber dann sieht der Kalle auch schnell zu, dass er ein bisschen das Tempo runterdrosselt. Weil es darf natürlich nicht zu gefährlich werden, aber ist eine runde Sache und macht einfach Spaß. Wie kannst du da jetzt den Turnaround schaffen, dass du bald wieder vorne fährst? Wahrscheinlich muss ich auch wieder anfangen, täglich da auf die Kartbahn zu gehen und zu üben, weil die Jungs sind echt stark geworden. Wir waren vor kurzem noch und da hatte ich halt keine Chance mehr, aber ich gebe weiter Gas, ja. Jetzt hast du schon ein paar Namen genannt, was so deine Kontrahenten sind, um die Pole Position, um die vorderen Positionen. Wer sind so Jungs, die eher hinterherfahren, die ein bisschen Probleme haben? Ja, das ist immer schwierig zu sagen hier in Interviews, aber ich kann sagen, dass ja, unser Doc Wolle, der ist rückwärts gefahren, glaube ich, das letzte Mal. Also der hat noch Nachholbedarf. Der müsste mit mir noch weiter üben, ja. Okay, Quad, Karts, da kommt man natürlich unweigerlich auch irgendwie zum Thema Formel 1. Schaust du dir das an? Nee, da muss ich sagen, das ist gar nicht mein Thema. Also wie gesagt, ich fahre es gerne selber, aber jetzt im Fernsehen zu schauen, ist nicht so mein Ding. Früher habe ich öfters noch Starts mir angeguckt, aber dann war es das auch, aber mittlerweile gucke ich es gar nicht mehr. Würdest du denn gerne selber mal in so einem F1-Auto sitzen und beispielsweise am Nürburgring mal so ein paar Runden drehen? Ja, ich muss sagen, ich habe natürlich auch riesen Respekt vor der Geschwindigkeit, ne? Also ich bin auch nicht mit dem Auto schnell unterwegs. Also ich bin, glaube ich, schneller auf dem Quad unterwegs als im Auto, weil da habe ich dann nochmal ja, sehr Respekt vor. Und deswegen, ich fühle mich wohler auf meinem Quad im Auto und das soll es dann auch sein. Das Auto hast du gerade schon genannt. Interessierst du dich generell so für Autos und die Leistungsdaten und alles, was so dazu gehört? Nein, also ich mag natürlich auch, wenn es ein bisschen schneller vorangeht, weil ich natürlich auch im Auto sitze, dann wenn wir frei haben, sehe ich schon zu, dass ich zur Familie komme. Also bin ich auch öfters unterwegs, aber ich bin jetzt kein Spezialist von Autos. Aufgrund der weltpolitischen Lage, letzte Frage, kommt so ein Thema wie E-Mobilität jetzt natürlich auch immer mehr auf. Wie denkst du darüber, über so nachhaltige Themen?
Ja, macht man sich natürlich Gedanken. Ich speziell jetzt habe noch kein E-Auto, aber in Zukunft ist das natürlich ein Thema, womit man sich befassen muss. Und ich denke, ich werde dann auch auf ein E-Auto umsteigen, klar. Gerade in der Stadt hier in Hamburg ist es natürlich auch sinnvoll. Macht Sinn, ja. Zum Abschluss habe ich noch drei Entweder-Oder-Fragen für dich. Also du musst dich jeweils für eine Seite entscheiden und es wäre cool, wenn du das noch einmal kurz begründen könntest. Wir starten mit, relativ rhetorisch, Formel 1 oder Kart? Kart. Brauchst du nicht weiter begründen. Auch wenn du die Formel 1 nicht verfolgst, so vom Bauchgefühl her, Max Verstappen oder Lewis Hamilton? Ja, auf wegen der Bekanntheitsgrad schon Lewis Hamilton. Okay, und dann abschließend, Ferro im Auto, eher der ruhigere Fahrertyp oder aufbrausend? Nee, eher der ruhige. Also schnell, aber nicht hektisch. Das hört sich sehr gut an. Vielen, vielen Dank, Ferro. Das waren sehr, sehr interessante Einblicke. Wir hoffen, dass es auch euch gefallen hat, unsere neueste Ausgabe von Auf einen Kaffee mit, präsentiert von der Campus Suite. Verabschieden uns wie immer mit unseren drei Worten, nur der HSV. Ciao.